Grüezi, Herr Liebi. Ah, grüezi, Frau Gschwind. Grüezi, grüezi. Willkommen. So. Schön, sind Sie wieder da. Aha. Okay. So, haben Sie einen neuen Pulli? Nein, den habe ich schon eine Weile. Ja, ja. Ja? Tut das gut, einmal in der Woche bei Ihnen ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Mhm. Ja. Mhm. Bin ich jetzt eingeschlafen? Das mit dem ganz entspannt hinlegen, das funktioniert jetzt sensationell. Oh. Ich komme nicht mehr an mithelfen. Mhm. Sie können sich nicht vorstellen, wo man überall helfen kann. Am Morgen stand ich auf und hilf mir meinen Kindern, dass sie alles haben für die Schule. Mhm. Und nachher, apropos, das mit der nächsten Liebe, das hat mir echt die Augen geöffnet. Ja. Also am Anfang war es schon ein bisschen happy gewesen. Mhm. Aber ich sehe jetzt Sachen, die ich vorher gar nicht gesehen habe. So. Mhm. Zum Beispiel wäre es mir vorher egal gewesen, wie die Frau Alzheimer heimfindet. Mhm. Oder, ich meine, dass sich der einsam allein fühlt nach der Scheidung. Und jetzt? Jetzt kenne ich ganz viele neue Leute im Quartier. Und wie fühlen sich dabei? Gut. Ja, gut. Ich habe das Gefühl, ich mache etwas Gutes. Mhm. Das habe ich nämlich beim Arbeiten nicht immer. Hm. Es gibt mir auch einen Sinn im Leben. So. Ja, und wenn ich jemandem helfen tue, dann fühle ich mich so richtig gut. Mhm, ja. Es ist fast ein bisschen so, als würde ich meine Umwelt retten. Mhm. Und das gibt mir ein super Gefühl. Ja, schön. Und ich merke auch immer mehr, wo man noch überall könnte helfen. Aha. Zum Beispiel meine alleinerziehende Nachbarin. Die ist ja so froh, hilf ich ihr ab und zu mit den kleinen Kindern. Mhm. Und ich sage ihnen, der Kleine, das ist so ein Stückel. Ja. Ja, und bei der Frau Zaug, da gehe ich jetzt zweimal in der Woche saugen. Mhm. Nicht, dass es so staubig wäre bei ihr. Aber ich glaube, sie ist einfach froh, wenn ihr ab und zu mal jemand zuhört. Und wissen Sie was? Ich kenne unterdessen schon ihr ganzes Leben. Aha. Ja, würden Sie sagen, es geht Ihnen und Ihrem Umfeld jetzt dadurch besser? Ja. Hm. Ja, ich denke schon. Mhm. Nun, aber doch höre ich eine gewisse Unsicherheit in Ihrer Antwort. Woher könnte denn die kommen? Also ich weiß ja, dass es für mich richtig ist, zum Helfen. Mhm. Es ist manchmal einfach, da habe ich das Gefühl, ich habe mein Leben gar nicht mehr im Griff. Mhm. Ja, und weiter? Es ist einfach,
ich habe das Gefühl, ich reagiere nur noch, anstatt dass ich agiere. Mhm. Und das finde ich auch stressig. Ja, das glaube ich Ihnen gerne, Frau Gschwind. Mhm. Was ist denn der Antrieb dabei? Ich? Aha. Ja, ich glaube, ich. Also, Sie fragen sich dann also vorher jeweils selber? Ja. Ja. Also, nein, eigentlich nicht. Ich habe mir die Frage gar noch nie gestellt. Mhm, ja. Ach, es braucht einfach alles, es so viel Zeit. Ja, ja, Nächstenliebe braucht Zeit. Ohne das geht es leider nicht. Aber könnte es sein, dass Sie sich schon fast gezwungen fühlen, anderen zu helfen? Ja, vielleicht. Nein, zwar, nein. Nein, es erfüllt mich ja auch. Es ist, ich glaube, es ist einfach, wenn mir niemand Danke dafür sagt. Mhm. Aha. Kommen wir nochmal zurück und fassen wir zusammen. Sie haben gesagt, dass Sie sich gut fühlen, wenn Sie anderen helfen. Und dass es ihnen einen Sinn im Leben gibt. Aber auch, dass es manchmal schwierig ist. Besonders, wenn die Dankbarkeit fehlt. Richtig? Ja, genau. Aha. Ja, haben Sie denn das Gefühl zu wissen, was die anderen brauchen? Oh ja, das spüre ich sehr gut. Aha, Sie spüren das. Ja. Darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Ah, ja, sicher. Könnten Sie mir das Kissen da hinten wieder wegnehmen? Wissen Sie, ich kriege immer so Rückenweh davon. Ah, ja, sicher. Ja, und die Blumen hier. Sie sind schön, aber es sind Kunstblumen. Ui, nein. Oh, Moment, stopp, halt, ja. 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 Soll ich das auch? Nein, das ist schon gut. Das haben Sie schon richtig gespürt. Ich sollte wirklich mehr trinken. Ja, ich sollte mehr trinken. Ja. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Sie haben sich da aber auf eine sehr, sehr spannende Reise gemacht. Und wir tauchen miteinander gerade wieder in die gleiche Geschichte ein. Nicht in die vom Theater, sondern in die, wo wir schon zweimal uns damit beschäftigt haben. Sie ist geschrieben im Lukas Evangelium Kapitel 10, ab Vers 25. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus schaute ihn voller Erbarmen an und antwortete ihm, du musst nichts tun. Dein Glaube hat dich gerettet. Ja, aus Gnade gebe ich mein Leben, damit du ewiges Leben hast. Da sind wir möglicherweise in der falschen Geschichte gelandet. Obwohl, wenn man einige Texte aus dem Neuen Testament anschaut, dann könnte man eigentlich denken, dass der Lukas die Begebenheit so wird zu Ende schreiben. Aber das macht er nicht. Oder Jesus sagt nicht das. Auf die Frage vom Gesetzlehrer, vielleicht können wir sie nochmal rasch haben, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen,
stellt er immer Rückfrage und sagt, was sagt denn das Gebot? Und der Gesetzeslehrer antwortet ihm dann mit dem berühmten Gebot, lieb Gott und lieb deinen Nächsten wie dich selber. Und dann sagt ihm Jesus, dann geh und mach das. Und dann fragt aber der Gesetzeslehrer zurück und fragt zurück, ja, wer ist denn mein Nächster? Auf das aber antwortet ihm Jesus mit der berühmten Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und es ist die Geschichte, was heisst, dass ein Reisender zwischen Jerusalem und Jericho in Not geraten ist. Das heisst, er ist überfallen und verprügelt worden, halbtot liegen gelassen. Und dann haben wir so drei Szenen, drei Männer, die dem Reisenden begegnen, die ihn finden, die ihn am Rand sehen liegen. Zuerst ein Priester und ein Levit und später einer der verachteten Samaritaner. Die ersten zwei gehen daran vorbei und kümmern sich nicht um den Mann. Der dritte jedoch, der nimmt sich ihm an. Er versorgt ihn mit erster Hilfe und er nimmt ihn mit in die nächste Herberge, um ihm zu schauen, damit ihm geschaut wird. Und am Schluss endet Jesus wieder mit einer Frage. Ganz jüdisch, weil er ein jüdischer Lehrer war. Und er fragt, was meinst du? Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Dann sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Im Teil 1 und im Teil 2 von dieser Serie haben wir uns mit der Person beschäftigt, die unter die Räuber geraten ist, die überfallen worden ist. Mit dem verschlagenen Kerl. Und wir haben uns überlegt, was uns hindert, ihn zu sehen und wahrzunehmen, im ersten Teil. Wo sind wir blind für die Not der Menschen um uns herum? Und dann im zweiten Teil haben wir uns Gedanken dazu gemacht, wie wir ihn besser verstehen können. Wir könnten sagen, schauen und hören haben wir schon hinter uns. Und wir kommen jetzt zum Laufen. Wir bewegen uns also weiter in dieser Geschichte und es geht jetzt plötzlich nicht mehr um die Person, sondern wir bewegen uns auch außerhalb dieser Geschichte. Es geht um den Fragesteller. Und er hat am Anfang gefragt, was muss ich tun? Und Jesus gibt ihm eine einfache Antwort. Gang und mach es ebenso. Dann geh und mach es ebenso. Und das ist der Titel von dem heutigen Sonntag. Gehen, laufen. Jetzt handeln. Gehen im Sinn von handeln. Das ist eine markante Aufforderung und ich möchte, bevor wir eintauchen, die Frage nach dem Handeln, zwei Vorbemerkungen machen, weil ich sie wichtig finde. Und die erste ist die, dass ich jetzt schon sehe, dass die einen von uns ein bisschen tiefer sinken in ihrem Stuhl, die Kappe ein bisschen ins Gesicht runterziehen, die Arme verschränken, dass sie denken, ja, jetzt kommt wieder der klassische christliche Aktionismus. Einfach genug tun und machen, am Schluss ist ja Kirche doch die Geiseltreiberin, die einem wieder antreibt. Weil wenn es dann ums Gehen geht, dann kommt ja schnell schon so ein bisschen eben der Druck auf, hey, da Alpha Life, jetzt sollte man im Fall, gell? Es hat noch 15 Plätze frei. Ja, und dann hat es die einen von euch, die Hüstler-Liesling, und sagen, da muss man schon ein bisschen aufpassen, weil da sind wir dann näher beim Leistungsevangelium. Heute ist Sonntag und ist der Tag der Gnade vom Herrn. Und ich möchte da sagen, erste Vorbemerkung, hey ja, das ist das Spannungsvolle, das die Bibel uns immer wieder gibt. Etwas, was ich liebe an der Bibel, ist, dass sie nicht ein einfaches Buch ist, wo dir immer alles ganz simpel und logisch erklärt, sondern sie tut manchmal Spannungen auf, die du aushalten musst. Und ich finde, wenn es darum geht, um was wir tun sollen, ist das genau so eine Spannung, die immer wieder kommt. Und die hat schon Menschen vor uns beschäftigt. Zum Beispiel vielleicht eine der berühmtesten Figuren, der Martin Luther. Der ist aufgewachsen in einem Glaubenskorsett von Taten, von Müssen, von Machen und hat dann die grosse Gnade von Gott erlebt im Text aus dem Römerbrief, wo aber der Paulus auch nur aus dem Habakuk abgeschrieben hat, der Gerechte soll aus Glauben leben. Also alles, alle Errettung kommt aus dem Glauben allein. Der Luther, der dort ganz den Paulus ins Herz geschlossen hat, gesagt hat, alle Taten, alle Ablasshandel, alles, was man da sollte tun und machen, das ist für nichts. Und ganz ehrlich, das war eine ganz richtige Aussage, weil es hat dieser Bewegung vom Zeitgeist damals entgegengewirkt, von der katholischen Kirche, die auch viel Druck gemacht hat, wo es nur um eine Leistung gegangen ist. Aber wir haben in der Bibel auch ganz andere Texte. Zum Beispiel vom Jakobus. Man nimmt an, dass er der Bruder war von Jesus selber und er hat einen Brief geschrieben. Und in dem legt er eine Betonung genau aufs Gegenteil. Und er sagt Folgendes, genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, dann ist er tot. Spannung. Was nun? Entweder oder.
Die erste Vorbemerkung, die ich mache zu dem Gehen, zu dem Laufen, ist, ich glaube, es ist sowohl als auch. Und wenn du der bist, der jetzt sagst, hey, nein, so eine weitere To-Do-Predigt, die will ich eigentlich nicht haben, dann möchte ich dich einladen, dich in die Spannung jetzt begeben. Der Paulus, der da auf deiner Schulter sitzt, mal ein bisschen auszublenden und zu sagen, hey, ich höre, zu was Jesus mich einladen mit dieser Geschichte. Ich höre, was er mir sagen will, wo er mich motivieren will, um wirklich auch anfangen, mein Leben weitergestalten, loslaufen und etwas tun. Es ist eine Einladung ins Abenteuer von der Jesus-Nachfolge. Zweite Vorbemerkung. Und die passt zu der ganzen Serie, aber ich will sie da nochmal wiederholen. Wir reden hier von einem Gleichnis, wo Jesus erzählt. Also er benutzt eine Geschichte, um etwas zu erklären und einen Punkt zu machen. Und jedes Gleichnis hat extrem viele Chancen und extrem viele Highlights, weil sie so ganz gut etwas rausstreichen, aber es hat auch immer seine Grenzen. Und so möchte ich dir eine Grenze auch als Vorbemerkung aufzeigen. Und das ist die, dass wir da eben so ein spektakuläres Ereignis haben. Das ist irgendwo, oder? So ein riesen Notfall, wo du da herlaufst, mitten im Nirgendwo. Wir werden noch auf das eingehen. Und das ist jetzt nicht das, was ich jeden Tag erlebe. Und da kann man sich ja fragen, ja, mein Leben ist einfach zu langweilig. So Halbtote liegen jetzt nicht regelmäßig an meinem Strassenrand. In der S12 oder auf der Autobahn, dort ist es dann wirklich gefährlich. Dann ist hoffentlich schon die Ambulanz dort, weil und ich will sagen, Jesus wird mit dieser Geschichte einen Punkt machen. Die ist eingebettet. Und ja, in dem Moment ist es ein eine spektakuläre Geschichte, aber es ist eingebettet in den Kontext von, hey, wer ist dein Nächster? Es ist die Person, die in deinem Alltag dir im Weg liegt. Und ja, ich glaube da ganz fest, dass wir in Saisons leben, da wo es Menschen in verschiedenen Phasen, wo sich das auch verändert. Und ich will dir heute sagen, heb dich nicht zu fest drauf, wo du die spektakuläre Geschichte kannst suchen. Sie liegt in deinem Alltag. Dort, wo du bist, ist dein Nächster. Das kann sein, dass das für dich dort ist, wo du, weil du viel unterwegs bist, der Passagier, den du im Flug neben dir hast oder am Flughafen triffst oder am Bahnhof. Es kann aber auch sein, dass das dort ist, wo du deinen Ehepartner in deinem Alltag hast. Und wie gern rennen wir dort davon, aber vielleicht ist das der Nächste. Deine Kinder. Ich meine, ich im Moment, mein Leben hat sich jetzt gerade nochmal ein bisschen verändert in den letzten paar Wochen. Ich verbringe mehrere Stunden am Wickeltisch im Moment. Das sind meine Nächsten. Und das gehört dazu. Embrace your place. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das im Kopf haben. Und das ist auch meine Herausforderung. Ich predige zu so vielen Menschen. Und jeder von uns ist an einem anderen Ort im Leben. Es ist dein Job und mein Job, das zu übersetzen und zu denken, hey, der Nächste ist der, der dir an die Seite gestellt ist. Dort, wo du bist. Im spektakulären oder unspektakulären Alltag. Die zwei Vorbemerkungen. Ich möchte jetzt euch mitnehmen in das, in ein paar Gedanken zum Losgehen. Gehen. Und wie bei jedem Abenteuer, das einem bevorsteht, gibt es da immer so ein paar Schlüsselmomente. Und ich möchte mit euch vier so Schlüsselmomente anschauen, wo man in dem Gleichnis findet, wo aber auch im Abenteuer von deinem Alltag stattfinden können. Und du kannst jetzt ein Abenteuer auswählen, wo du willst. Ich weiss, wir haben da Ihnen auch einige begeisterte Berggänger, ob im Winter oder im Sommer. Das kannst du dir deine lang geplante Bergtour vorstellen. Oder du kannst eben auch ganz einfach dein alltägliche Abenteuer, wo vielleicht für dich genug abenteuerlich ist, jeden Morgen aufstehen und es irgendwie bis am Abend durchhalten. Abenteuer bleibt Abenteuer. Der erste Schlüsselmoment, der kommt meistens am Anfang. Und ich habe den genannt, der Kampf mit dem inneren Schweinehund. Ich persönlich, ich oute mich da, ich bin gar kein Fan von Haustieren. Bis auf die paar Meersäule, die ich als Kind hatte, die habe ich doch wirklich dann ins Herz geschlossen. Ich bin kein Fan von Haustieren. Wir brauchen das nicht, wir möchten das nicht. Entschuldigung all denen, die das gerne haben. Aber ich habe gemerkt, ich habe doch eins. Und das ist mein innerer Schweinehund. Und der ist wirklich extrem nah bei mir, sehr oft. Ich bin ein Mensch, der gerade den Morgen eher gerne ruhig angeht. Obwohl ich dann schon in die Gang komme, aber ich bin ein Slow Starter. Und ganz ehrlich, ohne Kaffee geht fast nichts. Und so Wecker, bam, und dann aus dem Bett rausgumpen, das bin nicht ich. Ich brauche einen Moment, der Snooze-Button ist mein Freund. Und ich erlebe jeden Morgen den Kampf mit dem inneren Schweinehund. Und jetzt kannst du das eben auch umdeuten. Du kennst es, du hast dich lange gefreut, freie Wochenende eingeplant, die Wetterbedingungen sind perfekt, du gehst auf die lange sehnte Bergtour, der Wecker ist gestellt, 3:30 am Morgen, und am Abend vorher bist du parat wie ein Pirat. Aber wenn der Wecker kommt, dann kommt so der kurze Moment, wo du denkst, hey, was habe ich mir eingebracht? Doch noch ein paar Regenwolken aufgezogen, du schaust raus, Temperaturen knapp um die 0 Grad, nein! Der innere Schweinehund, der begleitet uns auf jedem Abenteuer und es ist wohl die erste Herausforderung, dann, wenn es darum geht, okay, jetzt bist du dran, aufstehen, handeln, aktiv werden, das fordert uns raus. Und es kostet Zeit.
Oft würde man das gerne delegieren. Bei mir ist es eben vielleicht mehr im Moment so, ich verwache gerade so halb und dann höre ich eine Stimme rufen, Papi, ich bin schon wach. Und dann denke ich mir, ah, ist Mami, Mami, ich bin schon wach gewesen, ja genau. Ah, Papi, ich bin schon wach. Und dann, jetzt raus, jetzt gehen. Im Gleichnis wird das Thema aufgegriffen. Das Gleichnis hat eine Besonderheit. Ich möchte euch mitnehmen an den Ort, wo das stattfindet. Und ich habe das Bild rausgesucht. Wir begeben uns miteinander ins Wadi Kelt. Das ist das Tal, wo der Pfad zwischen Jerusalem und Jericho durchgeführt hat. Wir reden hier von der Wüste. Es ist allerdings eine Steinwüste, gebirgig. Und ja, da sieht man so Ansätze von einer Wasserquelle, wo eben auch etwas gewachsen ist drin. Es war ein steiniger Weg. Und in der damaligen Zeit war eigentlich logisch, dass du diesen Weg nicht allein machst. Also die Besonderheit von dem Gleichnis liegt darin, dass Jesus die Figuren, und das war jedem klar, einzeln auflaufen lässt. Das war nicht üblich. Es war eine gefährliche Gegend. Es hat Wegelager gehabt. Das hat man gewusst. Wieso um alles in der Welt zeichnet uns Jesus das Bild, dass die Leute allein unterwegs waren? Es grenzt eher an eine Unwahrscheinlichkeit. Es könnte gut sein, dass Jesus etwas sagen wollte. Wenn du in dem Wadi Kelt unterwegs bist und der Halbtote am Rand liegt, dann ist es Zeit, um dich zu fragen, ob dein innerer Schweinehund jetzt überwunden werden muss. Weil da ist niemand anders, wo du kannst sagen, ah, der ist jetzt dran. Es ist die Frage, die das Gleichnis stellt, die voll auf dich fokussiert. Was machst du? Es ist nicht so, dass einer, der vielleicht den Nothelfer noch ein bisschen aufgefrischter hat, gerade noch neben dir steht. Sondern es bist nur du, die Wüste und der Halbtod. Und jedes Abenteuer stellt uns immer wieder die Frage, bist du bereit zum Laufen? Egal, wer noch alles mitkommt, irgendwo musst du mitgehen. Und so will ich dich heute fragen, was ist dein Wadi Kelt? Der Ort, wo du gefragt bist, zum Gehen. Der, wo niemand anders drin hineinkommt. Der, wo Gott dich reingestellt hat. Der erste Schlüsselmoment, der Kampf mit dem inneren Schweinehund. Der zweite, das ist der, dass jedem Abenteuer irgendwo du immer näher an deine persönliche Grenze angedrängt wirst. Sonst ist es kein Abenteuer, sonst ist es eben Alltag oder einfach normal. Wir suchen ja das sogar richtig gehen, ob es im Sport ist oder sonst in Leistungen, die wir versuchen zu erbringen. Persönliche Grenzen, die tasten wir gerne an. Ich behaupte aber sogar, dass jedes Abenteuer, das grossartig endet, dich manchmal dazu herausfordert, über deine Grenzen rauszugehen. Ich kenne es sehr gut, gerade auf Wanderungen. Für mich ist es immer der Moment, wo meine Höhenangst einklickt. Ich habe das auch schon erzählt. Und das ist der Moment, wo irgendwie das Ratio ausschaltet und ich merke, das kann ich fast nicht mehr. Ich hätte noch genug Energie, ich hätte noch genug Ausdauer und Kondition. Die Aussicht würde mir gefallen, aber irgendetwas in mir wird schwierig. Dann komme ich an meine Grenzen. Oder bei Reisen in andere Kulturen hast du es vielleicht auch schon erlebt, dass du an deine persönlichen Grenzen kommst. Vielleicht sind die kulturell, weil du merkst, jetzt komme ich nicht mehr klar. Mit dem, wie jetzt die mit mir umgehen. Mit dem, was sie mir zum Essen anbieten wollen. Brüche, Hygiene und so weiter. Das Abenteuer der nächsten Liebe führt uns auch immer wieder an Grenzen. Und wir möchten da einen Blick ins Gleichnis miteinander wagen. Und zwar nochmal auf die zwei ersten Protagonisten. Der Priester und der Levit. Sie werden uns überraschenderweise als genau gleich handelnd dargestellt. Also irgendwie, der Punkt gehört zusammen. Es geht um einen Punkt. Sie stehen für die frommen Eliten der damaligen Zeit. Und wir lesen, das habe ich jetzt auch noch mal ganz genau angeschaut, dass sie unterwegs waren, nicht nach Jerusalem, sondern von Jerusalem weg nach Jericho. Wir können davon ausgehen, dass die gerade ihren Dienst am Tempel in Jerusalem beendet haben und jetzt vielleicht für eine Woche frei wieder zurückgehen in ihre Heimat, Jericho, umliegende Dörfer. Also endlich wieder Zeit mit der Familie, nach einer langen Zeit, auch vom Dienst. Man hat das so in Dienstwochen gemacht. Und ich habe die Geschichte immer so gelesen, dass das ein bisschen die Dummen sind, oder? Die zwei, die haben es irgendwie noch nicht ganz gecheckt. Weil wenn da einer halbtot liegt, dann solltest du jetzt wirklich agieren. Wenn wir den Kontext genau studieren, dann stellen wir fest, dass die gar nicht so dumm gewesen sind, sondern vielleicht sehr gescheit. Weil sie haben gewusst, was sie für Verantwortung haben in ihrem Leben. Und die Verantwortung haben Chancen und Grenzen beinhaltet. Und eine Grenze war, dass du als Priester dich nicht kannst verunreinigen. Ja, sie haben vielleicht auch eine Familie gehabt, zuhause. Und ich bin gekommen von ihrem Dienst am Tempel. Und in dem Moment, wo ein halbtoter Mensch steht, liegt blutig geschlagen, du kannst dir deine Hände nicht dreckig machen als Priester. Das ist nicht möglich. Du verunreinigst dich, das bedeutet, dass du nachher in die Reinigung gehen musst, dass du dich zuerst wieder absondern musst, bevor du weiterziehen kannst in deinen Verantwortungen vom Alltag.
Ihre Dienst hat sie abgehalten. Ihre religiöse Pflicht ist in Gefahr gestanden. Ja, man könnte vielleicht sogar sagen, das religiöse System hat das Gefängnis um sie gebaut und hat sie verhindert, können dem, der ihnen im Weg gelegen ist, zu helfen. Die sind gar nicht so dumm gewesen. Die sind treu gewesen. Die sind verantwortungsbewusst gewesen. Die haben das Beste wollen. Und ich bin tief überzeugt, Jesus wird die Geschichte heute anders erzählen. Er wird andere Protagonisten wählen. Vielleicht würde er den Pastor nehmen. Der Pastor auf dem Weg zu der Sonntagmorgenpredigt. Oder der Politiker zum nächsten Podium. Oder der sehr gewissenhafte, bewusst lebende Christ, der es besonders gut machen will. Ich glaube auch da wieder, ich möchte es dir offen lassen, welche Protagonisten in diesem Gleichnis für dich da wären. Zu gehen führt uns an persönliche Grenzen. Grenzen von diesen Systemen, die wir um uns herum haben. Und es wird uns immer wieder herausfordern, die Grenzen auch zu übertreten. Vielleicht gibt es Situationen, wo wir unser frommes Mäntel ablegen müssen, damit wir bereit sind, dort nicht zu stehen, wo es dran ist. Und eben das kann auch wieder heissen, dass du vielleicht eben nicht in der Kirche deinen Riesendienst machen musst, sondern an einem ganz anderen Ort. Dass du an einem anderen Ort gefragt bist. Nicht als Ausrede, aber als eine Möglichkeit, wo vielleicht genau Gott dich drin gestellt hat. So würde ich fragen, wie würdest du echt diese Geschichte für dich schreiben? Es wäre mal eine Gelegenheit, das Gleichnis umzuschreiben für sich selber. Aber es gibt noch mehr Schlüsselmomente. Jedes Abenteuer führt dazu, dass Motivation auf den Prüfstand gestellt wird. Auf einer Reise mit Herausforderung wird deine Motivation dazu unweigerlich geprüft. Irgendwann kommt der Moment, am Anfang, wenn du deinen Schweinehund überwunden hast, gehst du begeistert los, voller Energie, das Ziel im Fokus, aber dann kommt die sogenannte Wand. Das Hindernis, das jetzt einfach eins zu viel ist. Dort, wo du merkst, jetzt passt es nicht mehr. Und es ist der Moment, wo rauskommt, was wirklich dahinter steckt. Hinter deinem Handeln. Und auch da finde ich das Gleichnis treffend, weil eben es spielt im Wadi Kelt. Im einsamen Wadi Kelt. Und Motivation zu der Hilfe wird dort unweigerlich geprüft. Weil dort bist du allein. Wenn du nicht hilfst, hat es ihn von keinem gesehen. Wenn du hilfst, hat es ihn von keinem gesehen. Und da sind wir vielleicht jetzt ganz nahe an dem, was heute im Theater so schön rausgekommen ist. Was ist Motivation hinter dem, was wir tun? Statistiken belegen, dass Menschen anders handeln, wenn sie gesehen werden, als nicht. Da gibt es Forschungen dazu. Und ich glaube, das Gleichnis will uns sagen, wie handelst du, dann, wenn dich niemand sieht. Dort, wo es nicht auf den grossen Bühnen von der Welt oder von deinem Alltag abspielt, sondern im Verborgenen. Was ist das Motiv? Ist es Druck von außen? Auch da wieder. Rückbezug zu vorher, religiöse Muster, irgendwelche fromme Vorschriften. Ist es dein eigener Anspruch, ein gutes Bild abzugeben? Ist es deine Angst, nicht zu genügen? Ist es, dass du abhängig bist vom Helfen? Motivation wird auf den Prüfstand kommen, dann, wenn das Resultat vielleicht anders aussieht von deiner Hilfe, als du es erwartet hast. Wenn du vielleicht nicht auf das, auf diese Kosten kommst oder auf den Lohn kommst, den du erwartet hast, bei den Kosten, die du auf dich nimmst. Und ich habe mir überlegt, wie können wir dem Schlüsselmoment irgendwie positiv entgegenwirken oder uns gut darauf vorbereiten. Und ich denke, es hat mit einem weiteren Detail in diesem Gleichnis zu tun. Wir lesen, wo der dritte Protagonist kommt, folgendes. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Das Wort Mitleid, das ist bewusst da gesetzt. Und das Wort steht für nicht einfach so ein bisschen, oh Jöckerlis, jammer's, nein du. Sondern das steht für ein tiefes Bewegtsein, ein Betroffensein, wo einem kognitiv, also mit allem Bewusstsein und Wissen, aber auch im Herzen ergreift. Im Griechischen heisst das Wort, die Gedärme drehten sich um in ihm, die Innereien haben sich bewegt. Das Motiv für christliche Nächstenliebe ist immer gottgegebenes Mitgefühl.
Und jetzt kommt aber da eine Herausforderung. Wenn es dir gleich geht wie mir, dann merke ich, wie mein Alltag und mein Leben auf dieser Welt, die geprägt ist von Individualismus und Egoismus, mich immer wieder abhärtet, um an den weichen Kern in mir hineinzukommen. Und ich kann mir vorstellen, dass es uns helfen würde, wenn wir uns ganz bewusst immer wieder auf das Mitgefühl ausrichten. Und wie kann ich das machen? Ich meine, das kannst du nicht einfach in den Kopf hinhämmern. Jetzt bin ich ein bisschen mitfühlender. Aber vielleicht ist es in dem, dass ich mich aufmache und Gott im Gebet um das bitte. Ich habe mir es zur Gewohnheit gemacht, dass ich in meinem Morgengebet in einem Satz genau das bete. Gott schenkt mir Liebe für die Menschen, die mir heute begegnen. Und ich meine, schon beim Beten sehe ich jedes Mal, wo ich es versage. Aber es ist eine Ausrichtung, es ist eine Art und Weise, und sage, ich will, dass Gott gibt mir Mitgefühl in mir. Mach mich betroffen über dem, was um mich herum abgeht. Hilf mir, nicht nur bei mir zu sein, sondern auch beim anderen. Damit wir aus dem heraus handeln können, in einem guten Mass. Nicht für uns, sondern für den, der in Not geraten ist. Und genau so landen wir dann eben bei einem weiteren Schlüsselmoment, beim letzten für heute. Und den habe ich genannt, den Mut haben, loszulassen. Jedes Abenteuer kennt einen Moment, wo man die Fähigkeit muss haben, loszulassen. Den Plan zu ändern oder eben auch ganz bewusst innerlich die Anspannung loszulassen. Ob das ist bei einer körperlichen Leistung, vielleicht auf dieser Bergtour, wo du dich schon die ganze Zeit angestrengt hast. Gewisse Passagen von der Tour ist das extrem wichtig, die Spannung im Körper hochzuhalten, aber es braucht Momente, wo du wieder ein bisschen locker bist, regenerierst, weil sonst verkrampfst. Oder vielleicht ist es Verlassen vom sicheren Grund, in dem Moment, wo du dich abseilen musst. Der Moment, wo du dich ins Seil begeben musst. Vielleicht in die Sicherung von jemand anderem. Dort, wo ein anderer parat steht und jetzt übernimmt. Genau das Gleiche gilt für das Abenteuer von der nächsten Liebe. Vieles können wir selber. Vieles funktioniert durch unsere Anstrengung. Aber es kommt ein Moment, wo wir loslassen sollen. Und ich finde, das ist in diesem Gleichnis auch so wunderschön beschrieben. Es heisst nämlich dann, dass der Samaritaner, nachdem er Erstversorgung geleistet hat, Folgendes gemacht hat. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, also der hat anscheinend andere Verpflichtungen gehabt, gell? Gab er dem Wirt 2 Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Die Geschichte zeigt uns, dass der, der geholfen hat, parat war, nachdem er seinen Teil gemacht hat, den Fall zu übergeben. Andere mit involviert hat. Ja, er hat sogar gezahlt dafür, was ich besonders beeindruckend finde. Er hat vertraut, dass die anderen dem gut schauen. Er hat in Kauf genommen, dass man ihn nicht sieht, wenn er dann in Jericho einläuft mit dem, so, hey, ich habe den gerettet, jetzt Blickschlagziele Nummer 1, einen verschlagen in Wadi Kelt und jetzt habe ich den gerettet, sondern er hat weiter müssen. Ich glaube, es ist entscheidend, den Mut haben, loszulassen, weil loslassen wirkt eben genau diesem Motiv, diesem Falschen entgegen. Weil unsere Identität nicht im Helfen wurzelt. Wir müssen immer wieder loslassen, weil loslassen bedeutet auch, uns vor falschen Motivationen zu schützen. Helfen kann als Aktionismus eine sehr ungute Nahrung von falschen Motiven werden. Und dort hilft die Entspannung. Und ich finde das auch ermutigend. Es ist nicht alles an dir, nicht alles an mir. Aber manchmal bist du gefragt. Loslassen aber auch, weil das Abenteuer von der nächsten Liebe nie eine One-Man- oder One-Woman-Show ist. Nie. Weil es geht nicht um dich. Wir dürfen uns sehr gerne ergänzen lassen. Und gerade die christliche Gemeinschaft ist ehrlich gesagt wunderbar für das. Weil wir sind ein bunter Haufen an begabten Leuten. An Leuten, die kostbar gemacht sind. Und ich glaube, das Zusammenspiel müssen wir unbedingt nutzen. Und wir haben uns als Kirche auch ja schon immer wieder die Gedanken gemacht, wie wir das sein können. Und manchmal ist es besonders herausfordernd in dieser Größe, die wir haben. Und wir haben gesagt, wir möchten heute das auch wie nochmal adressieren. Sagen, wir möchten eine Gemeinschaft sein, die hilft. Aber das langt nicht, wenn die einen unter uns, die einfach besonders Helfergene in sich tragen, oder die, die eben vielleicht besonders abhängig sind davon, das machen. Sondern ihnen braucht es uns da alle miteinander. Und wir haben darum auch so eine Plattform online, wo wir unsere Help Now-Angebote versuchen zu vernetzen. Also Help Now, das steht für Menschen, die Hilfe suchen, in allen Bereichen des Lebens. Da kann man sich schon seit Jahren bei uns melden. Was wir merken ist, wir Pastoren können nicht alles.
Aber auch nicht einzelne von uns können alles, sondern wir brauchen alle. Und darum haben wir dort eine Liste aufgeschaltet, schon ein Weile, aber wir möchten das heute nochmal publik machen, wo du dich eintragen kannst. Und sagen, hey, ich kann helfen. Zum Beispiel mein Fachgebiet ist das. Da hat es alles, was du dir vorstellen kannst, von Zeit zum Helfen, über praktische Fähigkeiten, die du angeben kannst, über ob das jetzt ganz praktischer Natur im Alltag oder ob das ist administrativ. Und wir möchten dich einladen, zu sagen, hey, vielleicht willst du in das Spiel mit dir kommen und sage ich, schreib mal dort mich hin, dass man mich kontaktieren kann, wenn das Angebot für Hilfe notwendig ist. Das wäre unsere Einladung. Es gibt noch mehr Gründe zum Loslassen. Loslassen ist immer auch das Beste für den Hilfesuchenden, weil unser Job ist, sie zu Jesus zu führen und nicht Jesus für sie zu sein. Das klingt mir auch wieder das Theater an. Und am Ende loslassen, weil Gott der ist, der rettet. Die Bibel ist voll von Geschichten, von Erlösung und Rettung, aus der Nöten des Lebens. Und oft werden Menschen dazu gebraucht, aber am Ende ist Gott der, der rettet. Gott ist der, der das Schreien hört. Gott ist der, der das Erbarmen trägt. Und in seiner grossen Gnade hat er sich entschieden, dich und mich dazu einzusetzen, um mit ihm zusammen die grosse Mission zu bewegen. Darum möchte ich dich heute einladen. Dich ja auch noch ein bisschen mehr. Dich heute ermutigen, ermuntern, ermahnen. Dann gang und mach es ebenso. Gottes Wunsch, mit uns gemeinsam seine Mission voranzutreiben, ist so gross, dass er dich und mich involvieren will. Und diese Predigt soll dir Mut machen, zum Gehen. Und dabei kann es auch herausfordernd werden. Und ich hoffe, ich habe heute genug ehrlich den Blick herangelegt, und zu sagen, ja, da hat es durchaus Herausforderungen drin. Da hat es Stolpersteine. Da hat es persönliche Grenzen. Da hat es innere Schweinehunde. Da hat es aber auch Gefahren, vom sich selber wollen dadurch retten. Darin ermutigt mich, dass ich nicht der Erste bin, der geht, sondern einer ist vorher gegangen. Und aus meiner Perspektive ist er gekommen. Und das ist Jesus. Jesus ist der, der den Weg auf sich genommen hat, der losgegangen ist, der all seine Vorteile, all seine Vorzüge, so beschreibt es der Philipperbrief, hinter sich lässt, gesagt, ich komme runter. In deinen und meinen Alltag. Ich gehe. Und ich bin dankbar, dass er kam. Und er hat das sehr ehrlich gemacht. Und heute ist Palmsonntag und wir haben es von Peter in der A-Moderation schon gehört. Da hat es euphorisierende Momente gegeben. Gerade für die, die mit ihm gelaufen sind. Palmsonntag. Hey, jetzt, der Moment ist da. Jetzt startet die Revolution. Wenn wir sehen, ein paar Tage später war es ganz anders gewesen. Jesus ist an den grössten Herausforderungen von seinem Leben gestanden. Im Garten Gethsemane. Und was hat er gebetet? Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Ich bin nicht ready. Meine persönlichen Grenzen sind erreicht. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und ich will das heute als Schlussermutigung anstellen. Ich sage, schau, Jesus ist gekommen, um dich und mich zu suchen. Und ich bin Gott froh, hat er mich gefunden. Ich bin froh, haben Menschen mir von ihm erzählt. Ich bin froh, haben Menschen modelliert, was es heisst, ihm nachzufolgen. Und ich bin froh, hat er den Weg auf sich genommen. Ich bin aber auch froh, dass er mir es vorzeigt, wie es geht. Und ich bin froh, dass er auch an seine Grenzen gestoßen ist. Und ja, ich bin gespannt und herausgefordert. Und manchmal auch richtig euphorisch, wenn ich höre, wenn er sagt, komm und mach mit mir. Und ich will dich heute einladen, das an dich kurz zu lassen. Gottes Wunsch, mit dir gemeinsam, mit deinem Alltag, unspektakulär, spektakulär, den Weg zu gehen. Er ist vor dir gegangen. Lass uns miteinander beten. Vater, manchmal stehen wir vor diesen Herausforderungen und an den persönlichen Grenzen in unserem Wadi kält und du kennst uns ganz genau und du weißt, wie das Wadi aussieht. Du weißt, wie was für eine Wüste das ist oder ob es eher Oase als Oase sich anfühlt, wo ich am liebsten ein bisschen bleiben will. Und ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest, damit wir sehen können, wenn du in unseren Weg geleitet hast, ob das nahe ist oder fern, ob das enge Bekanntschaft ist oder weite. Und ich danke dir, dass du uns befähigst zu verstehen. Gib uns Gabe, um gut anzuhören. Um nicht einfach gerade in Aktionismus hineinzuverfallen, sondern zum Wahrnehmen.
Und dann bitte ich dich von Herzen, dass du uns befähigst zum Gehen. Und wir sind so froh, dass du in dem Moment mit uns fühlst, wenn wir sagen, wenn es irgendwie geht. Lass die Herausforderung uns vorbeigehen. Ich weiss nicht, ob ich das packe. Du kennst es. Du hast es auch gefühlt. Aber möchte auch mit dir einstimmen und sagen, nicht was ich will, sondern was du willst, das soll geschehen. Brauch uns in dieser Art und Weise, wie du es willst. Und red du da ganz persönlich zu jedem von uns. Und ich möchte ganz allgemein beten mit dem, was ich jeden Morgen bete. Und du darfst gerne innerlich einstimmen. Jesus, hilf mir, mich an andere zu verschenken und freundlich und voll Liebe zu jedem zu sein, dem ich heute begegne. Und in den nächsten Wochen und in meinem Alltag. Und Geist Gottes, hilf mir, diesen Menschen, die ihren Umständen vom Leben irgendwo verloren sind, ob das so ist wie früher, ob das visuell sichtbar ist oder ob das tiefst im Herzen Verlorenheit ist. Ich bitte dich, dass du mir dann hilfst, dass ich dich, Christus, imitieren kann, in dem, was ich sage und in dem, was ich tue, dem will ich ihnen begegnen. Amen.